Ja, liebe Freunde, damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal sind wir auf der Seite g2case.com, ja. Und die habe ich entdeckt beim anderen YouTuber und wollte einfach auch mal hier mein Glück probieren. Und ich habe ein bisschen Geld draufgeladen, ja. Und ich habe eigentlich vorgehabt, hier diese Coverts zu öffnen, also die roten. Und je nachdem, wenn keine mehr da sind, überlegen wir, was wir sonst noch machen können. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen an, ja, mit diesen hier. Das sehen wir alles, was drin sein kann. Also, wir können natürlich Glück haben oder natürlich auch nicht. Und ich würde einfach mal sagen, wir öffnen mal die erste Case. Oh, das ist sehr laut. Eine Manowar. Jetzt überlege ich gerade bloß so 5%. Alles gleich. Die behalte ich mal, weil wir haben ja Gewinn gemacht. Try again. Eine Sword auf der Kragen. Das ist natürlich nicht so gut. Und wir versuchen das natürlich immer weiter. Denn vielleicht bekommen wir auch irgendeinen guten Skin aus, zum Beispiel noch eine Manowar. Ja. Wie sehe ich denn überhaupt meine Haltung? Ah, hier. Cent, Cent, Cent. Ah, okay. 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 Wir machen einfach mal weiter, ja. Alter, das ist ja so unglaublich laut. Eine Auk-Chamäleon, nicht so geil. Nicht so geil. Eine Desert Strike. Eieiei, das geht ja runter und drüber hier. Noch eine Auk-Chamäleon. Ah, komm, Eier, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Das ist die Wert, ah, nicht so viel. Ah, okay, einmal geht noch, einmal geht noch. Noch eine Manowar. Okay, dann gehe ich mal hier zu MyGuns. Mal gucken. Aha. Also ich würde fast sagen, hier Cent. Das hier auf jeden Fall. Das hier und das hier. Die Desert Strike könnt ihr eigentlich behalten. Den anderen Bullshit könnte ich eigentlich. Könnte ich eigentlich. Ich kann hier mal gucken im anderen Browser. Ah, ne. Das gucke ich dann nachher, ob die Dinger auch ankommen. Kann ich die auch irgendwie da. Ach, ich kann ja wieder verkaufen. Okay, weil den Shit brauche ich nicht. Ja. Den Shit brauche ich genauso wenig. Den hier auch. Really. Ja. Und das hier auch. So. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt reload ich mal die Seite. Ja. Vielleicht stürzt sie jetzt auch ab. Oder mein Internet stürzt ab. Kann auch sein. Okay. Hallo, liebe Seite. Existierst du noch oder?
Successful, der Item muss hin. Ja, okay. Okay, ist hier irgendwie die Trade down oder? Die sold. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass G2Case.com. Die Seite ist down, ja? Jetzt mal. Cool. Jetzt wollen wir einmal hier spielen, ja, und die Seite geht down. Ah, okay, ich sehe hier gerade auf dem Handy. Die. Au! Die Angebote sind gerade angekommen. Ich nehme sie mal kurz an. Problem ist halt, ich kann euch hier halt nicht Steam zeigen, weil ich hier gerade auf meinem Smurf online bin, ja. Sonst könnte ich das ja alles auch euch zeigen, aber ich sehe ja, dass die Items kommen, ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall also die drei Männer. Okay, bei den anderen steht Gegenstände zurzeit nicht handelbar. Okay. Waiting, waiting. Sold, sold, sold. Okay, die sind gesold. Alles klar. Er holt zwei Victorias daraus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, was haben wir denn noch? USP. Okay, da kann eigentlich bloß größtenteils Bullshit rauskommen. AWP. Okay, ich glaube, wir öffnen mal hier noch eine AWP-Case. Oh, das ist so unglaublich laut, ja. Eine Corticera? Okay. Probieren wir mal nochmal. Ich wusste, dass der mich jetzt anschreibt. Eine Elite-Build? Okay, sehr interessant. Probieren wir mal nochmal. Also, liebe Leute, falls ihr auch auf dieser Seite spielen wollt, seid euch im Klaren, dass diese Seite keine eigenen Skins kauft. Die Seite basiert darauf, dass die Leute ihre Items da reingeben und je nachdem, also wie viele Items halt drin sind, hier zum Beispiel jetzt, dass ich da jetzt zweimal die Elite-Build ziehe, ja, das ist jetzt. Kann Zufall sein oder Glück oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch genauso hier die unteren ziehen. Die Seite basiert halt darauf, auf die Items, was sozusagen die User reinstecken. Das ist halt das Wichtige. Man muss das immer beachten, wenn man auf so Seiten spielt. Ja. Zum Beispiel hier bei 90 Cent. Ist natürlich jetzt nicht so geil, ja. Was ist denn hier bei der M4A1? Okay, okay, da sind auch einige schöne dabei. Wir können es ja mal probieren. Ja. Einfach mal unser Glück probieren. Und wir bekommen eine Golden Coil. Ja. Können wir ruhig nochmal probieren. So, und das ist halt natürlich das. Jetzt können wir natürlich hier einen richtigen Bullshit-Skin bekommen. Oder wir bekommen einfach fast eine Masterpiece. Ja. Aber seid euch da immer im Klaren, was ihr da macht. Ja. Bei mir ist klar, ich habe jetzt einfach mal Geld draufgeladen, weil ich hatte es übrig, um ehrlich zu sein. Und ich wollte euch mal die Seite präsentieren, weil mir persönlich macht es ja auch sehr viel Spaß, Cases zu öffnen. Und deshalb mache ich das auch größtenteils. Größtenteils für euch zur Unterhaltung, aber damit man auch sieht, wie scheiße es eigentlich laufen kann, ja. Und dass ich jetzt halt so dauerhaft euch das zeige, ist halt auch irgendwie dumm, weil dann werden vielleicht einige von euch in Versuchung kommen, auch Cases zu öffnen. Und ich sag mal so, wenn man bei Steam direkt versucht, Cases zu öffnen, man kommt eigentlich immer mit Minus raus, um ehrlich zu sein. Und
Das ist halt. Das sind halt. Ich finde so Gambling-Seiten eigentlich immer irgendwie passender, weil man hat halt wirklich mehr Chance, irgendwas zu gewinnen. Zum Beispiel die Cyrex, ja. Wir haben jetzt. Ich glaube, ich habe hier bei der M4 noch nie Verlust gemacht, ja. Deshalb werde ich jetzt hier einfach weiter öffnen. Bis wahrscheinlich jetzt irgendwann ein Scheißkind kommt. Beispielsweise das. Ja. 17 Cent, aber das hält mich nicht davon ab, weitere zu öffnen. Ja. Klar kann jetzt wieder so ein Ding rauskommen, ja, aber es kann auch wieder was Gutes rauskommen, wie zum Beispiel noch eine Guardian, ja. Wo wir hier anscheinend immer Gewinn machen. Auch wenn es bloß ein paar Cent sind, ja, aber man kann irgendwie so sein. Mein bisschen Inventar höher machen, ja, aber wie gesagt, es muss nicht sein, dass ich hier jetzt die sechste Guardian in Folge ziehe, ja. Es kann nur sein, mal, was ich ziehe 5 Millionen in die Borrowed Forest, weil halt gerade jemand die Borrowed Forest reingesetzt hat in diese Box. Ja? Oder zum Beispiel noch eine Cyrex. Alter Leute, ich liebe die Seite. Ich liebe die Seite, ey. Ich werde, also bloß um nochmal gesagt zu bekommen, ich werde nicht gesponsert, ja. Ich bin nicht irgendwie registriert bei denen, dass ich hier ein gutes Kind bekomme oder sowas. Sondern das ist eine ganz normale Gambling-Seite, so wie jede andere auch, wo einfach jeder drauf kann. Ja, um zu zocken. Also seid euch da immer im Klaren, was ihr macht. Das ist wirklich eine Bitte an euch, dass ihr da wirklich aufpasst. Dass ihr nicht zu viel vergambelt oder zu viel ausgibt. Irgendwie macht mir die M4 Case Spaß, ja? Irgendwie macht die mir Spaß. Und eine Hyper Beast. Alles klar. Und das Gute ist halt, ich muss nicht auf die Skins warten, sondern die Skins sind in den Bots. So, wenn ich das ziehe, ist das Kind für mich reserviert. Ich glaube, 2 Tage, ja? Doch, ich glaube, die haben geschrieben, 2 Tage ist der Skin reserviert. Ansonsten muss man halt länger warten. Aber wir können ja gleich mal gucken, was wir gerade alles gewonnen haben. So, zum Beispiel hier. Wir ziehen die Nitro. Totalen Verlust gemacht. Ja? Die Case kostet 5 Euro, wir haben 1,50 rausbekommen. Klar ist es ärgerlich, ja. Aber es macht riesen Spaß. Es macht echt riesen Spaß. Auch wenn das natürlich hier. Man kann natürlich seine Skins reinsetzen. Klar, dann bekommt man hier den Betrag. Aber man kann auch natürlich den übelsten Verlust machen. Und irgendwie merke ich, dass sehr viele Leute die Guardian reinsetzen. Und eine Borrowed Forest zum Abschluss. Natürlich. So, jetzt gehe ich mal auf. Habe ich noch 80 Cent? 80 Cent kann ich wenig machen, oder? Ich kann Cash öffnen. Ich kann Edelay. Kann ich denn öffnen? Cash, was ist denn da drin? Ah. Okay, ich guck mal kurz, was wir alles gewonnen haben. So, ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Guardians. Gut, ja, einfach nur gut. So, wurden die rausgezogen? Oh, aus der Red. Aha, interessant. Ich würde einfach gern weiter Cases öffnen, muss ich ehrlich sagen. So. Accepted. So, bei den anderen steht jetzt wieder Cent dran. Kann ich ja den mir senden? Ich mache alles mal nach und nach. So, Elite-Bild. So, dann können wir verkaufen. Jawohl. Ja, Item was sold. Und ich habe hier eine Anfrage. Für die M4. Denn ich glaube, die Anfragen, also wenn man die einem schickt als Trade Offer, die werden nach einer Minute werden die gelöscht. Damit kein Scamming verursacht wird. Und so könnte ich es auch machen. Okay, dann müsste ich nicht immer auf dem Handy. Ja, komm, mach mal kurz Steam Community. Anmelden. Jawohl.
Das muss ich jetzt mal kurz überblenden. Boah, es bringt euch ja eigentlich nichts, ja? Muss ich das hier noch akzeptieren? So, eine neue Einladung interessiert mich nicht. Ja, aber das werde ich alles nachher machen. So, ich versuche jetzt hier einfach mal. Zum Beispiel die Borrow Force kann ich verkaufen, ja. Auch kein Mensch, das hier kann ich verkaufen. Außer die Nitro. Und Leute, es wird einiges dann auch wieder als Giveaway kommen. Weil, ich sag mal, Red. Ich habe eigentlich genug Skins. Ich habe die Skins, die ich eigentlich so brauche. Im Normalfall. So. Jetzt kann ich zum Beispiel die schlechteren kann ich verkaufen. Die hier zum Beispiel kriege ich da auch wirklich 5,57 drauf gut geschrieben. Ja, bekomme ich. Okay. Gut. AWP Elite Build. Hätte lieber die Corticera, um ehrlich zu sein. Also können wir die auch mal verkaufen. So. Und den Rest können wir einfach mal behalten. Und dann können wir weitermachen mit den M4s. Ja. Bin mal gespannt, ob wir nochmal so gute Sachen ziehen oder ob es jetzt bloß scheiße wird. Ah, ich hätte mich gefreut über die Golden Coil. Eine Cyrex. Ah ne, eine Golden Coil, alles klar. Da 15, 16 Dollar. Aus 5 Dollar 16 Dollar gemacht. Es ist halt die Frage, ob man hier mehr Verlust macht. Gleich verkaufen. Ob man hier eher mehr Verlust macht oder eher mehr Gewinn, weil eine Seite ist ja eher auf. Eine Seite ist ja eher dafür ausgelegt, dass sie Gewinn macht, ja. Und nicht der User, sozusagen. So, was wird's zum Abschluss? Eine Guardian nochmal. Die können wir auch nochmal verkaufen. So, wenn es jetzt natürlich irgendwie so ein Bullshit-Skin ist, dann. Das ist natürlich scheiße aus. Wir ziehen nochmal eine Hyperbeast. Das ist natürlich sensationell. Habe ich hier eigentlich schon was bekommen? Nee. Meine. So, send please. Senden. Sending. Könnte ich eigentlich noch irgendwas verkaufen, um nochmal eine Case zu öffnen? There is no such item at the moment. Try to pick up later. Agreement update area. Ah, okay, interessant. Also die haben davon gerade gar keine. Aha. Aber ich habe die gezogen. Das ist auch interessant. Das ist ja hochinteressant. Also ich könnte hier die Nitro verkaufen. Seid ihr gerade wieder am Lecken? Sorry für den Cut, ich habe gerade übelst niesen müssen. Ist die Seite gerade wieder down? Scheint mir so. Ja. Also wie viel Victorias zieht ihr denn da raus, Mann? Oh. So, T2A. T2Ks, funktionierst du bitte? Ja. Auf jeden Fall, ihr seht, wir haben mit 100... mit wie viel haben wir angefangen?
mit 170 Dollar, ja, und haben. Okay, was ist, wenn ich einfach. Ah, es geht ja nicht. Mit 170 Dollar haben wir angefangen. So, und. Ah, Sending. Haben wir es jetzt an? Jawohl. Ne, zwei neue Einladungen. Ja. Und wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet, sind wir da wieder auf etwa 100, also 11, 11, 22. Ist mir jetzt zu schwer. Also vielleicht haben wir etwas miese gemacht, ja. Wenn ich das jetzt mal so grob überschlage, könnten wir vielleicht so. Also mehr als die Hälfte haben wir auf jeden Fall rausbekommen. Und das ist halt zum Beispiel bei Case Openings, also bei Steam direkt so gut wie nicht möglich, dass man da die Hälfte rauskriegt. Oder mehr als die Hälfte, was man rein investiert hat. Und deshalb würde ich ein. Oh, ein Gateway Timeout. Alles klar. Alles klar. Haben die mich rausgeschmissen, weil ich zu viel gewonnen habe? D2Case.com. Jetzt ist bestimmt mein Account gesperrt und was weiß ich. Nein, also. Ich würde. Also, wie gesagt, ich werde nicht gesponsert von der Seite oder sonst irgendwas. Ihr könnt es gerne mal selber ausprobieren. Ihr könnt ja mal 20 Dollar oder so draufladen. Und einfach mal ausprobieren. Das Senden funktioniert auch sofort, hat man ja gesehen. Ich habe zwei Items schon im Inventar. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier. Hier sind sie. Einmal der Battlestar, Einsatz erprobt und die Manowar. Ja, bekommen. Und also man sieht auf jeden Fall, es dauert nicht lang, diese Items zu bekommen. Also man muss nicht wie zum Beispiel bei Only Skins. Steht ja dran, dass man so 7 Tage warten muss, bis man die Items wieder kriegt. Das finde ich dann schon ein bisschen hart, muss ich echt sagen. Und deshalb würde ich auf jeden Fall ein positives Feedback bei der Seite geben. Ja. Ich werde wahrscheinlich öfters auf die Seite zurückkommen. Jetzt ist hier so ein. Was ist denn das? Das ist so ein Fliegeviech hier bei mir. Holy shit. Verpiss dich, Mann! So, jetzt. Und wir werden uns sicherlich nochmal auf dieser Seite sehen. Und ich versuche jetzt hier mal meine Items zu bekommen. Dann kann ich ja nochmal ein kleines Update-Video geben oder wahrscheinlich einfach dann im nächsten Video zeigen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und bis dahin, tschüss.